Alles klar, wir befinden uns im vierten Cup der EPS. Mittlerweile sind wir im Achtelfinale, das ist quasi die erste Begegnung und wir sehen C-Play gegen DotPix. Wir haben uns schon ein bisschen über die Team Composition ausgelassen. Interessant wird halt so ein bisschen die Toplane, inwiefern der Jux gegen den Shen ankommt. Denn Shen hat sich für die aggressive Variante mit dem Ignite entschieden. Das heißt, er will seine Lane auf jeden Fall dominieren. Hat aber eventuell ein Problem, wenn er diese mit seiner Ultimate verlassen muss, weil dann Jux gnadenlos durchpushen wird. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und was auch sehr schön ist, dass wir einfach mal im kompetitiven Bereich eine Sivir sehen. Denn sie wurde so ein bisschen geändert, hat zwar hier so ein paar Rückenprobleme in dieser Position. Ich denke aber, dass sie da, was das Gameplay angeht, sehr, sehr viel Effizienz dazugewonnen hat. Gerade die Kombination aus ihrer Ultimate und dem Supporter mit dem Shirelias, das ist absolut abartig, was da für Movespeed, wie viel Movespeed da generiert werden kann und wie dermaßen schnell ein Team da engaged oder disengaged. Ich selber werde das mal hier erstmal eine kleine Ordnung vornehmen, damit jeder sofort sieht, wer hier wem gegenüber steht. So, so sieht das gut aus. Und wir sehen schon, beide Teams bewegen sich so ein bisschen aufeinander zu. Mit denen wird das mal anfixiert. Man sieht auch, dass der ein oder andere Supporter ganz einfach einen anderen Weg wählt, weil Sona hat sich hier mit dem ein oder anderen Ward ausgestattet. Und wird natürlich versuchen, so viele Wards wie möglich zu platzieren. Geht hier erstmal Richtung Red Buff. Oh, wir sehen jetzt aber hier schon wirklich einen sehr konstanten Invade. Die Frage ist, wird man jetzt hier eventuell sogar noch flashen, weil das Team von DotPix hier so ein bisschen verteilt. Thresh wird jetzt hier, glaube ich, gesehen werden. Das ist gerade eine recht riskante Aktion. Man muss ja nämlich dazu sagen, dass C-Play mit dem Thresh-Hook wirklich viel CC mitbringt. Sind hier aber bislang sehr vorsichtig, haben lediglich einen Ward platziert. Werden jetzt auch feststellen, dass das komplette DotPix-Team da ist. Die Frage ist, wird sich Sona dazu entscheiden, einen Pink-Ward zu platzieren, um ganz safe zu sein? Denn man muss dazu sagen, die Sinn hat beide Optionen. Er kann beim Blue-Buff, aber er kann auch beim Red-Buff starten. Oh, jetzt wird hier auf die Sona engaged. Kriegt ihr das Thorn-Up First Blood für... der Hook wird sogar noch gelandet. Ich bin mir nicht sicher, dass er engaged wird. Das war einfach nur der Hook, dass Thresh es kann. Richtig unangenehm für das Team von DotPix, weil eine Sivir mit First Blood, sie könnte sich jetzt Schuhe oder hier nochmal das Langschwert holen. Geht dann wahrscheinlich so schnell, wie es geht, auf den Blutdürster. Das bedeutet, damage-technisch ist sie erstmal der Caitlyn voraus. Trotzdem muss man dazu sagen, dass Sivir über eine brachial schlechte Reichweite verfügt. Das heißt, bezogen auf die Rune Masteries ist sie sehr klassisch gegangen, wenn die Kamera bei ihr bleiben würde. Und zwar hat hier zweimal die Lifesteal-Essenzen an Bord, aber die Range ist halt wirklich sehr, sehr gering. 500. Also 500 ist lächerlich. Also Urgott hat, glaube ich, 475. Und wir wissen alle, dass Urgott noch nicht mal richtig... Okay, war ja sehr vorsichtig. Ein Auto-Attack hätte jetzt zum Steal führen können. Was Urgott natürlich ein sehr selten gepickter Champion ist. Und das auch nicht selten aufgrund seiner geringen Standardreichweite, würde ich mal sagen. Jax und Shen werden sich hier so oben so ein bisschen begegnen. Man sieht es auch, dass hier visuelle Updates vorgenommen wurden. Man hat neue Fonts, was das Erscheinen des Geldes angeht, sobald man die Minion tötet. Das sieht schon schlecht aus. Ich muss sagen, bei dem Level-Up war ich etwas irritiert. Also da musste man sich erstmal dran gewöhnen, dass man einfach so ein irritierendes Glitz... Also sieht irgendwie aus wie von Karma irgendwie eine Fähigkeit. Also das Q von Karma, weil das mit dem Mantra verbessert wurde. Dieses ganz Zentrale, dieses Hochflimmern, so wirkt es für mich. Aber jedes Spiel entwickelt sich weiter und ich finde es gut, dass nach wie vor an der Optik von League of Legends gearbeitet wird. Ich denke, der eine oder andere wird das ein bisschen irritierend finden. Ich finde das generell ganz gut. Wir sehen jetzt hier, dass Shen so ein bisschen im Bedrängnis ist, weil jetzt kriegt der Shen mal den Stun auf jeden Fall durch. Dawn geht sofort auf den Jax. Er kriegt jetzt auch nochmal schön das Atrox Q ab. Die Frage, wird man hier noch versuchen? Nein, das Flash ist bereits draußen. Beide sehr, sehr low. Atrox geht nochmal rein, kriegt er den Red Buff Stack, aber mit dem Schild kann sich der Lee Sin nochmal retten. Gut gemacht. Von unserem Atrox hier mit dem Darkfight hatte da auf jeden Fall den Jax gut überrascht. Gerade die Kombination mit unserem Shen-Taunt war das sehr effizient. Konnte den ein oder anderen Summoner-Spell noch verbrennen. Ungünstig war natürlich, dass auch der Atrox seinen Flash verbraucht hat. Lee Sin-Schild war halt wieder zur Verfügung, um da nochmal dem fiesen, fiesen Red Buff dort irgendwie zu entgehen. Müssen wir schauen, inwiefern man jetzt einen Vorteil daraus, weil Shen ebenfalls flashlos hat hier seinen Schaden so ein bisschen überschätzt. Trotzdem denke ich, dass dort das Team von C-Play da einen kleinen Vorteil rausholen wird. Wobei man sagen muss, dass Shen hat die Möglichkeit trotzdem mit seinem Taunt zu entgehen.
Das gleiche gilt mehr oder weniger für den Jax. Jetzt sehen wir auch, dass die Midlane den Gadget, aber Lissandra kann sich da gut mit ihren Fähigkeiten wehren. Das heißt, hier mit ihrem W, mit ihrem Ring of Frost, kann sie da Gegner um sich herum festhalten. Auch die Duration, also die Dauer dieses Festhaltens, steigt mit dem Level. Und sie ist da vor Ganks relativ safe, wobei sie halt aufpassen muss, wenn sie einmal von dem Binding von der Lux getroffen wird, dann sieht es sehr, sehr ungünstig aus, sollte sie noch nicht Level 6 sein. Sehen jetzt hier, dass Lissandra so ein bisschen auf Angriffskurs geht, hat jetzt schon den einen oder anderen Harass landen können. Muss ja auch dazu sagen, dass sie ja immer wieder den einen oder anderen kostenlosen Spell aufgrund ihrer Passiven zur Verfügung hat. Wenn sie das gut timet, hat sie da wirklich eine sehr, sehr entspannte Laning Phase. Und auch Shannon und Jax nehmen sich ja gar nichts, sind hier wirklich sehr, sehr gediegen. Man wird halt erstmal schauen müssen, erst einen größeren Items da sind und dann weiß man, okay, jetzt kann ich All-In gehen oder Harassen gehen oder nicht. Man sieht ja auch bei Jax und bei dem Shen, dass beide sehr vorsichtig sind, haben hier Dorans Schild an Bord, haben ebenfalls noch die Schuhe. Schöner Hook auf die Sona, absolut keine Chance. Sie hat sich sogar noch geflasht, außerdem wurde auch noch die Passive von Atrox geploppt. Ist ja die Frage, wird die Sinn was machen? Nein, er zieht sich zurück. Ich glaube, es war sogar Absicht, dass es ein Q zu den Minions gemacht hat, anstatt zu einem Gegner, denn Atrox wäre jetzt wiedergeboren worden und hat trotzdem einen sehr, sehr hohen Schadensoutput, beziehungsweise er ist in der Lage, wenn er über wenig Leben verfügt, einen stärkeren Heal zu haben, beziehungsweise einen stärkeren, es ist kein direkter Lifesteal, aber er ist auf jeden Fall in der Lage, viel Schaden da zu kompensieren. Ich glaube, dass das Top-Lane so ein bisschen geprügelt wird und es sieht so aus, als Jax da so einen kleinen Vorteil hat. Hat es gut gemacht, hat den Helikopter gut getimed. Sehen wir auch, dass wieder ein Hook durchging. Aber die Kälte kommt. Eine Summoner-Spell zu verbrauchen, das wäre sehr wichtig. Aber sie muss da schauen, dass sie da vom Farm nicht zu weit behind fällt. Denn die Sivir ist da schon knapp 7 Zähler vorne. Bleibt sogar auf der Lane, hat jetzt hier ihre Sona dabei, die sie immer wieder heilen kann. Wobei der Heal natürlich am Anfang sehr, sehr gering ist. Taunt trifft leider nicht. Muss sich da zurückziehen. Atrox schnappt sich noch einen Minion, um Level 5 zu werden. Muss natürlich schauen, was dann seine nächste Route ist. Ja, die Sivir ist da schon so ein bisschen bedrohlich. So ein Champion, den wir sehr selten sehen, aber nach dem Rework halt unangenehm für den Gegner. Weil man sich da erstmal drauf einstellen muss. Sicher werden sie das ein oder andere Q gespielt haben und sich den Champion angeguckt haben. Aber wie bereits erwähnt, im kompetitiven Bereich ist das alles noch so ein bisschen anders. Gerade weil man ja auch mit dem Item-Build so ein bisschen spielen kann. Man sieht auch, dass Sona in der Lage ist, ihre Caitlyn wieder hochzuheilen. Es war für sie wichtig, dass sie das einfach mit den Farm dann noch hinterherkommt, auf der Lane bleiben kann. Ich denke auch, dass Siege da eine ganz gute Wahl getroffen hat, denn sie kann sehr gut ihren Schild timen. Vielleicht nicht bei dem Crescendo, das ist so ein bisschen schwierig, weil das manchmal sehr unangenehm schnell kommt, aber sie kann auf jeden Fall Mana mit ihrem Schild wiederherstellen, indem sie in das Caitlyn Q reinrennt. Das heißt, sie kann da den Schild sehr, sehr gut timen, weil die Animation von Caitlyn, wenn sie ihren Peacemaker aktiviert, extrem langsam ist. Also ist wirklich so richtig langsam. Und da weiß man sowas Bescheid. Da kann ich ein bisschen Mana generieren, denn der Schild kostet quasi, bezogen auf das Casten, nichts mehr. Früher hat er natürlich was wiederhergestellt und hat was gekostet. Jetzt stellt er ganz einfach nur was wieder her. Und damit ist natürlich auch der Harass durch den Boomerang an sich garantiert, sollte man die ganze Geschichte, wie bereits erwähnt, gut timen. Sehen jetzt hier, dass Atrox mittlerweile Level 6 geworden ist. Auch der Shen ist schon vor geraumer Zeit Level 6 geworden. Das heißt, hier kann man schon das ein oder andere Play machen. Es ist die Frage, ob man die Shen-Ulti aggressiv oder defensiv einsetzt. Muss ja dazu sagen, er hat keinen Teleport. Muss es also wirklich, muss genau wissen, okay, wann kann ich porten und wann nicht. Er hat jetzt die Lane weit rausgepusht. Das heißt, sollte er sich jetzt porten, ist er auf jeden Fall mehr oder weniger davor geschützt, dass seine Lane sofort zusammenbricht. Jetzt wird man hier auf die Lissandra gehen. Sie schafft es noch weg mit der Kralle. Hätte man das Binding vorher getroffen, hätte sie die Kralle nicht nochmal aktivieren können. Wäre definitiv tödlich geworden. Aber Atrox zeigt nach wie vor seine Präsenz. Und hat ja natürlich schon mit 2 Assists schon ganz gute Arbeit geleistet. Hier, dass die Botlane in aller Ruhe Druck macht. Caitlyn schafft es auch vom Farm her so ein bisschen wieder hinterher zu kommen. Das ist eigentlich schon auf allen Lanes so ziemlich gleich. Shen ist dem Jax vielleicht ein bisschen voraus, aber er hat ja noch die ein oder andere Minion Wave, beziehungsweise die Minions an sich noch vor ihm. Also sonst auch vom Gold her sehr ausgeglichen. Das Einzige, was er den großen Unterschied macht, sind halt die Kills. Gerade das First Blood bringt ja eine ordentliche Menge.
Kann ja. Bitter! Da wurde das, der Cast quasi schon aktiviert. Jetzt wird es, denke ich, der armen Sona nicht so gut gehen. Das war sehr klar. Sobald man da den Hook trifft, folgt sofort die Box von unserem Thresh. Flash ist natürlich nicht jedes Mal zur Verfügung. Sie hat es, glaube ich, in einigen Sekunden wieder. Das ist natürlich ärgerlich, dass es noch auf Cooldown war. Aber bei der Top-Lane war, denke ich, das Problem, dass der Lee Sin bereits den Kick gecastet hat. Jetzt kommt aber Lissandra mit dem Teleport dazu, schnappt sich hier sofort den Thresh bzw. der Caitlyn den Kill. Ich denke, es spielt keine große Rolle, wer von beiden da den Kill bekommt. Plus nicht der Supporter. Das ist vielleicht das Wichtige da. Sie hat sogar. Ja, Sona hat sogar noch einen Assist bekommen. Der Jax sucht jetzt hier sofort Advisor, aber Aatrox charged hier durch, hat natürlich seine Boots of Mobility, trifft aber leider seine CC nicht ganz, Propeller geht raus, kann sich da auf jeden Fall am Tower ganz gut schützen. Teleport von der Lissandra wieder gut eingesetzt, hat hier einen Kill, beziehungsweise in dem Fall einen Assist generiert. Natürlich auch sehr, sehr schön, weil Dotpix muss natürlich schauen, dass sie zurückkommen. Vom Gold her liegen sie halt 1500 Zähler behind. Das ist nicht viel, gerade weil es noch nicht um Objekte gegangen ist. Das heißt, alle Tower stehen noch. Ebenfalls wurde der Dragon noch nicht anvisiert. Trotzdem sollte man schauen, dass man da in Bezug auf die Kills nicht zu weit nach hinten fällt. Das die Top-Linge. Oh, man engage sogar auf den Aatrox. Das könnte keine gute Idee gewesen sein. Sehen jetzt auch, dass Lee Sin ja noch dazu kommt. Trifft auch sein Q. Gut gemacht. Holt ja auf jeden Fall noch den Kill. Aatrox muss jetzt hier aufpassen, denn der Red Buff-Stack ist so ein bisschen auf ihm drauf. Oh, schöner Kick Richtung Tower. Aber muss ja aufpassen, dass man hier den eigenen dabei nicht tötet. Jax hier sehr, sehr vorsichtig. Muss bedenken, man muss gegen Aatrox quasi zweimal kämpfen. Er hat seine Passive noch zur Verfügung in der Midlane. Wurde da weiter der. Die Lux hat dabei noch den Kill geholt. Crescendo ist jetzt ebenfalls draußen. Ziele bekommt hier schon eine ordentliche Menge Schaden. Und bezogen auf den Trade kommt hier auf jeden Fall Caitlyn und Sona wesentlich besser davon. Die Lux hat hier auf jeden Fall den armen Jax noch ein bisschen gesniped. Und der Top-Lane-Tower wird eingerissen. Das ist wichtig, dass C-Play da so ein bisschen Druck aufbaut. Weil die Objekte sind nach wie vor das Allerwichtigste. Jetzt kommt hier eine schöne Kombination aus der Shen Ulti und dem Aatrox. Wird jetzt hier sofort den Lee Sin ohne Probleme töten sogar. Die Lux hat da den Kill bekommen, steht mittlerweile 2-0-1. Und das ist auch immer wieder unangenehm. Wenn man Lux sehr viele Kills gibt, wird der Poke später absolut tödlich. Man hat zwar die Sona, die so ein bisschen dagegen heilen kann, aber es ist minimalistisch, wenn man da ein Binding oder ein Q abbekommt. Oh, stark gemacht. Nicht schlecht. Kralle nach rechts, Move nach links, um auch so ein bisschen dem E zu entgehen. Auf jeden Fall sehr, sehr sicher. Aber C-Play hat hier auf jeden Fall die Kontrolle über das Spiel und da muss man aufpassen. Thresh nicht ganz getroffen und der Top-Lane-Tower ist nun endlich gefallen. Jax konnte ihn nicht ganz verteidigen. Shen wird er, denke ich, den ein oder anderen Vorteil nun draus ziehen können. Ist ja die Frage, ob er anfängt jetzt zu roamen oder den Tower oder beziehungsweise die Wave bei sich zu freezen, denn er hat jetzt auf jeden Fall die ein oder andere Möglichkeit. Vielleicht ist sogar hier der Dragon drin, bei dem man sich nun eventuell sammeln kann. Sehen jetzt, dass Aatrox hier über die Botlane dazukommt. Ist immer wieder sehr angenehm, wenn da der ein oder andere Pinkwort steht, um da die Vision ein bisschen zu reduzieren. Aber Caitlyn und Sona sind halt sehr weit zurückgezogen. Also werden auch hier, ja, in Disengagen, werden auf jeden Fall nochmal zurückgehen. Der Tower ist auch lächerlich low. Das heißt, er wird auf jeden Fall keine gute Verteidigung mehr darstellen. Sollte nun Siebe wieder dazustoßen. Ich denke, die werden ihn jetzt einreißen und vielleicht dann den ein oder anderen Dragon wagen. Sehen wir auch, dass der Shen schon ganz gut Damage macht. Er hat natürlich ein sehr tanky Build, geht sofort auf das Sunfire, was ganz einfach gegen Jax sehr effektiv ist. Muss ich dazu sagen, dass Jax zwar auch viel magischen Schaden macht, aber trotzdem sind halt Auto-Attacks immer noch normaler Damage. Das heißt, auf den Bonusschaden kann jetzt erstmal der Shen nicht reagieren. Vielleicht holt er sich nachher die Mercury Treads. Kann, denke ich mal, ganz gut sein gegen die viele CC, die das Team von Dotpix mitbringt. Tower wird immer noch nicht angegangen. Das heißt, Caitlyn und Sona können diesen noch ein kleines bisschen verteidigen. Wer jetzt aber beobachtet, dass sie so ein bisschen Richtung Drake gehen. Pinkwort ist nun aufgestellt. Ah, das ist schon ein sehr, sehr krasser Face-Shake. Hier muss man aufpassen. Auch Aatrox geht jetzt hier sehr munch rein. Konnte zwar die Ulti provozieren, geht aber nicht zur Laterne. Das irritiert mich jetzt quasi doppelt. Wobei ich sagen muss, Lissandra ist hier. Das heißt, sie wird sich jetzt ohne Probleme gut gemacht, dass sie da noch durchstehen. Durch die Ulti durchkommen ist auch der Aatrox, wird nur mit der Ulti von der Caitlyn getötet. Ace in the Hole absolut tödlich, wenn kein Teammitglied da ist.
Und jetzt hat hier das Team von Dotrix auf jeden Fall die Möglichkeit, einerseits den ED noch zu töten. Schön gemacht von die Sin, dass er da den Wardjump nutzt. Shutdown auch für die Caitlyn. Wieder wichtig, dass sie da an ihre Kills kommt. Und nun wird, denke ich, Dotrix auf jeden Fall den Drake machen können. Ich glaube, niemand kann ihn richtig contesten. Vielleicht sehen wir ja einen Stil von der Lux. Die steht so ein bisschen... Oh, sie schafft es sogar! Bitter für das Team von Dotrix kann hier mit der Ultimate richtig, richtig viel Schaden machen. Und der Lee Sin hat es nicht ganz geschafft, seinen Smite noch rauszudrücken. Denn man muss dazu sagen, der Grundschaden von der Lux Ultimate gerade auf Stufe 2 ist brachial hoch. Wir sehen jetzt hier knapp 500 Schaden mit dem E natürlich, das sie maximiert hat, ist der Schaden nicht geringer. Gut gemacht auf jeden Fall. Globales Gold ist das Team von C-Play weit vorne, wobei natürlich Dotrix mit den Kills so ein bisschen nachziehen konnte. Ray schnappt sich hier den einen oder anderen Wart. Wollte auf jeden Fall seine Kasse aufbessern. Ist das so ein bisschen, was das Item mit angeht? Das sind die Schulen in den Town, würde ich glaube mal. Aber da stellt sich die Frage, ob man Lissandra hier noch beiden kann. Stark gemacht. Shen kriegt den Kill. Ist natürlich auch eine gute Alternative. Er profitiert definitiv davon. Wobei man sagen muss, eine gefiedelte Lux ist definitiv schrecklich. Hook geht hier auf die Sona durch. Flake kommt so wieder näher. Ulti von der Lux ist brachial. Tödlich, was den Schaden angeht. Jetzt geht der Atrox nochmal rein. Hat sogar es geschafft, den Shen die Kugel von der Caitlyn abfangen zu lassen. Und jetzt wird das ganze Team von Dotrix so ein bisschen aufgeräumt. Die Frage, ob hier noch der Lee Sin wegkommt. Schade, das Taunt konnte nicht landen. Trotzdem reicht vom Damage aus. Und die Lux hat sogar den Tower getankt, was in dem Fall sehr günstig war. Ace für das Team von C-Play, obwohl die Sivir noch nicht mal dabei war. Also das war wirklich ein gutes Zusammenspiel. Und es war vor allem eine extrem heftige CC-Kombo. Der Thrash-Hook war absolut tödlich, Taunt ist immer sehr unangenehm und die Lux immer wieder mit ihrem Binding am Start. Ich denke, man wird sogar nicht nur den Midlane-Tower, sondern auch den Botlane-Tower verlieren. Ja, Sivir macht sich da ganz gut auf dem Weg. Also das Team von Dotrix muss da aufpassen. C-Play jetzt extrem voraus. Einerseits globales Gold, 8000 Gold Vorsprung und natürlich auch die 5 Tower, womit man auch ganz gut arbeiten kann, denke ich. Hier, dass man sich so ein bisschen um die Mitte nun sammelt. Dragon braucht auf jeden Fall noch eine Zeit, ehe er wieder da ist. Das heißt, man muss jetzt schauen, um welches Objekt man sich als nächstes kümmert. Es sieht aber so aus, als ob C-Play den Top-Tower für sich einnehmen will. Shen wird auf jeden Fall den Weg zur Top-Lane suchen und finden. Die Frage ist, wann sich das ganze Team aufmachen wird oder ob man sich sagt, okay, wir haben jetzt eine Bot-Lane, die gepusht ist. C-Play wird sich darum kümmern. Wir haben eine Top-Lane, die gepusht ist. Shen und Atrox werden sich darum kümmern. Und später waren auf jeden Fall Zeit, noch ganz gut zu rotieren. Denn das Team von Dotrix macht sich schon so ein bisschen Sorgen um den Baron. Platziert jetzt hier den ein oder anderen Warp an dieser Stelle, um da wirklich sicher zu gehen, dass da nichts Schlimmes passiert. Flashdown geht hier durch. Ich muss dazu sagen, dass hier noch die Sin dabei ist. Wobei Atrox sein Grunddamage sehr, sehr hoch ist. Hat aber seine Passive nicht zur Verfügung. Sollte also aufpassen, dass er da den Fight nicht zu lange wagt. Aber die Sin und Jax müssen sich da zurückziehen. Shen und sein Kollege Atrox mit diesem gigantischen Monsterschwert. Kann dann nochmal einen Vorteil draus ziehen. Aber wartechnisch sieht es halt sehr, sehr ungünstig aus. Die Frage, Daunt nicht gelandet. Gut gemacht von dem Jax, dass er da mit dem Jump davonkommt. Jetzt kommt hier das Teleport ebenfalls durch. Lissandra wird hier mit der Kralle reingehen. Die Frage, ob sie ihre Ultimate landen wird oder sie das mit zurück. Nein, sie landet die Ultimate sogar auf dem Shen. Ich bin mir sicher, ob das das Cleverste war. Denn jetzt kommt hier noch das Team von C-Play dazu. Shen war es ziemlich total egal, dass er davon getroffen wurde. Lux rennt jetzt hier in das Netz und in die Trap hinein. Aber C-Play da jetzt im Vorteil, konnte eine sehr, sehr wichtige Ulti, und zwar die von Lissandra, provozieren. Sehen sich da also jetzt auf jeden Fall im Vorteil und werden, denke ich, so gut wie es geht, noch den Top-Tower pushen. Atrox mittlerweile mit seinem Orakel immer noch beschäftigt, Wards zu clearen, ein nach dem anderen. Hat er schon eine ordentliche Menge Gold dadurch generiert, denke ich. Man sollte aufpassen, dass man diesen Bereich hier meidet. Man sieht schon, dass der Hook da das ein oder andere Mal durchkommt. Sivir hier am Split pushen. Kann sich das mehr oder weniger leisten? Denn Shen kommt jetzt hier dazu. Wenn Sivir jetzt ihre Ulti aktiviert, wird es sehr unangenehm, weil die Moose-Speed ganz einfach schrecklich hoch ist. Atrox hat jetzt seine Passive sofort mehr oder weniger genutzt. Ist jetzt da gestorben. Die Frage, ob hier noch der Jax in aller Ruhe wegkommt, war jetzt natürlich nicht so günstig. Zumal man den Opt-Down nicht richtig finishen konnte. Extrem hoher Schaden von unserer Lux hier.
gut gemacht. Das bedeutet, Seaplay schnappt sich den Mid-Tower. Finde ich eine interessante Wahl getroffen, dass die Sivir gesplitpusht hat und der Shen kam zu ihr dazu. Fand ich nicht schlecht. Taunt geht hier ebenfalls wieder auf die Caitlyn raus. Klappt aber nicht ganz. Inhibitor stirbt. Bin mir nicht sicher, ob Aatrox da chasen sollte. Nein, macht es nicht. Zieht sich da ebenfalls zurück. Insgesamt muss man jetzt natürlich sagen, dass das Team von Dotpix mittlerweile 10.000 globales Gold zurück ist. Lux wird hier so ein bisschen erwischt. Gutes Wardplacement von dem Team von Dotpix. Kann sogar noch richtig viel Schaden rausdrücken. Hätte beinahe die Caitlyn noch getötet. Hätte sie sich irgendwie in Auto-Attack-Range begeben, wäre sie auf jeden Fall gestorben. Aber ich muss ja dazu sagen, Jax hat hier gut reagiert, hat jetzt hier diesen Fehler von der Lux ausgenutzt und sogar noch ein schönes Shutdown bekommen. Natürlich auch goldtechnisch sehr, sehr effizient. Das bedeutet, technisch gesehen ist natürlich noch nichts verloren. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein bei den Fights. Also kein Team sollte hier unterschätzt werden. Trotzdem könnte Seaplay wirklich jetzt sehr, sehr viel Druck aufbauen. Müssen natürlich warten, bis Lux wieder da ist. Aber die Death-Timer sind noch nicht so hoch. Was natürlich unangenehm ist, dass der mit Inhibitor jetzt automatisch gepusht wird. Jetzt geht hier Jax wieder rein. Aatrox hat seine passive Verfügung schön gemacht von dem Thresh, dass er da disengage und sofort mit dem Hook nachsetzt. Taunt geht ebenfalls raus. Muss aber Aatrox aufpassen, kriegt hier sehr, sehr viel Schaden. Wird jetzt auch ignite. Bin mir nicht sicher, ob er hier das Ganze überleben wird. Jetzt schöner Engage wieder von der Sivir. Kann hier mit ihrer Ulti gut arbeiten, kriegt aber hier den ein oder anderen Schaden durch die Lissandra. Diese muss ebenfalls zurückziehen. Shen immer noch derjenige, der Druck aufbaut. Wird sich jetzt aber, denke ich, zurückziehen. Die ganze Situation beruhigt sich etwas. Man könnte ja keine Kills holen, aber den ein oder anderen Summoner-Spell provozieren. Der Lee Sin wird auf jeden Fall seinen Flash vermissen. Muss ich da ebenfalls zurückziehen. Beide Teams aber immer noch sehr, sehr verhalten, was das Bekämpfen von den Baron bzw. das Contesten von den Dragon angeht. Sicherlich hat das Seaplay Vorteile, kann der den jetzt ohne Probleme machen. Sehen jetzt hier, dass Seaplay den mehr oder weniger alleine macht, trotz des Attack Speed Debuffs, den ihr der Drake gibt. Globales Gold nach wie vor 10.000 Vorsprung. Und ich denke, Seaplay kann ich da in einer sehr, sehr schönen Komfortzone sehen. Konnte jetzt hier die Sandra nicht ganz abbrechen. Hey, wäre sie hochgeworfen worden, hätte sie wahrscheinlich mit ihrer Kralle nicht nochmal connecten können. Das ist eine sehr gefährliche Situation, wenn man die Kralle quasi zu lange fliegen lässt. Aber zu kurz aktivieren kann bedeuten, dass man aus der Situation nicht mehr rauskommt, in der man sich ebenfalls befindet. Aatrox springt hier nochmal rein. Er muss warten, bis seine Passive wieder da ist. Es dauert noch ein kleines bisschen. Dann ist er auch wieder in der Lage, schön zu engagen und die ein oder anderen Spells auf sich zu ziehen. Wards werden sofort geklärt. Absolut kein Problem, aber man wählt doch wieder keine Split-Push-Taktik. Das bedeutet, Shen läuft mit dem Team mit, hat seine Ultimate zur Verfügung. Vielleicht sollte er sich splitten. Die Botlane könnte dann ein gutes Ziel sein. Je weiter man sich quasi splittet, desto unangenehmer ist das für den Gegner, weil er ja rotieren muss. Ich denke, jetzt könnte es zur nächsten Teamfight-Situation kommen. Aatrox geht hier wieder rein. Sofort mit der Sivir-Ulti hinterher. Schöner Speedbuff für das ganze Team. Jetzt ist die Frage, ob Aatrox hier noch lange überlebt. Oh, schöne Ulti von der Lux. Richtig viel Schaden erzeugt. Jax ist auch derjenige, der sehr viel Schaden getankt hat, aber noch überlebt hat. Aatrox selber ist jetzt wieder mit seiner Passiven dabei. Red Buff Stack jetzt auf der Sona. Jetzt versucht von dem Bildover von der Ulti wegzusprengen. Aber Sivir nun mal super schnell. Schnappt sich da ganz easy noch den Kill. 3-1 getradet. Shen ist derjenige, der sich verabschiedet hat. Hat jetzt aber seine Ultimate noch zur Verfügung. Ist dann in 15 Sekunden wieder da. War natürlich jetzt kein brachialer Teamfight. Der Schaden von Lux war, glaube ich, derjenige, der gerade den Team. Jetzt wird er nochmal auf die Sivir entgegen. Sie kommt aber hier noch ein bisschen weit. Ein Auto-Attack und sie würde sich verabschieden. Schönes Binding. Gut gemacht. Das heißt, hier kommt nochmal der Boomerang ins Gesicht. Die Frage, ob nochmal ein Auto-Attack gelandet wird. Nein, das E reicht da vollkommen aus. Sivir wird sich da, denke ich, zurückziehen. Aber Aatrox kriegt hier mittlerweile richtig auf das Gesicht. Auch Lux kann ich nochmal connecten. Schön gemacht. Nochmal von der Ulti, von der Lux weggeflasht. Finales Funkeln. Hat er sein Ziel nicht ganz erreicht. Auch das Bein wieder jetzt nicht gelaufen. Muss er aufpassen, wie lange man hier noch fighten will. Sicherlich ist der Inhibitor super attraktiv. Und noch muss dazu sagen, der Botlane Tower wird ebenfalls nicht lange halten bei dem heftigen Minion-Beschuss hier. Der muss dazu sagen, die Castle Minions halten zwar nichts aus, drücken aber ordentlich Schaden raus. Das heißt, er wird hier auch langsam low sein. Aber man wird sich definitiv darum kümmern. Das heißt, Dotpix ist auf jeden Fall noch im Game. Sind aber, was die Win-Chancen angeht, wirklich sehr, sehr weit gesunken.
man sieht jetzt auch, dass das Team von Seaplay sich mehr oder weniger schon bei den Baron sammelt. Seaplay beginnt ja schon ein bisschen. Ich habe auch schon ordentlich Damage, muss da aufpassen. Weil der Lifesteal-Effekt ist auch bei den Baron nicht sehr hoch, weil man ganz einfach so wenig Schaden an ihm drückt. Aber ich denke, sie regeneriert da schon eine ordentliche Menge, ist dann bald wieder Full Life. Bin mir nicht sicher, ob Lee Sin den Stil wagen kann, wagen will. Kann mit dem Q auf jeden Fall rein. Zwar ist durch einen Connect. Huch, der Wart. Achso, der Wart ist wahrscheinlich zum Save. Na, oh, das Q könnte ein bisschen zu früh gewesen sein. Jetzt werden hier die Wart so ein bisschen auf Masse gesetzt. Die Frage, wird er den Stil schaffen? Er geht jetzt hier rein, wird aber sofort getauntet. Und kriegt ihn sogar. Nicht schlecht gemacht. Lissandra hat hier den Baron bekommen. Natürlich sehr unangenehm. Sona wird jetzt sich, denke ich, ebenfalls noch verabschieden. Vielleicht kann sie da noch so ein bisschen Zeit für das Team rausholen. Sehr, sehr schön gemacht. Lissandra schnappt sich da den Baron-Buff. Extrem unerwartet, weil ein Smite, ich bin mir nicht sicher, wessen es war, kam extrem früh. Also kam viel zu früh. Ich denke, das vom Lee Sin war es. Ja, Atrox hat seins noch. Atrox hat seins gar nicht aktiviert. Das heißt, die Sandra kickt hier auf jeden Fall noch den Baron. Bin mir nicht sicher, ob man das noch halten kann, weil der Supporter fehlt. Genau wie der Jungle wird jetzt auf jeden Fall den Bot Tower. Ja, der Bot Tower ist bereits schon eingerissen. Die Minions haben da eine gute Arbeit gemacht. Das heißt, alle Inhibitoren für das Team von Dotpix fehlen hier bereits. Sandra geht hier aber nochmal rein. Wird jetzt auf jeden Fall sehr, sehr viel CC bekommen. Kann ihre Ultimate noch nicht mal rausdrücken. Und auf Jax hat er keine Chance. Ist ja komplett umzingelt. Wird noch sogar vom Binding getötet. Ulti von Lux geht hier nochmal raus. Doppelkill für unsere Lux hier. Finales Funkeln absolut brachial. Was denn Damage-Output? Da geht wieder schönes Pining. Trifft sogar beide. Und die Sona stirbt. Keine Chance. Quadra-Kill sogar. Schade. Hätte fast ein Penta werden können. Und sie gehen immer schön in den Tower rein. Shutdown für die Caitlyn. GG. Erstes Spiel hat hier Seaplay für sich entschieden. Alle rennen mal glücklich in den Laser. Wissen, alles klar. Wir haben das Spiel für uns entschieden.